Servus Fotofreunde, du möchtest wissen, welches das richtige Objektiv für dich ist. Du bist Fotografieanfänger, hast vielleicht schon mal ein paar in der Hand gehabt, aber weißt nicht so richtig, welches Objektiv du dir kaufen sollst. Und in diesem Video zeige ich dir, worauf du achten musst. Viel Spaß dabei! Meine Videos gibt es jetzt immer eine Woche vorher schon auf watchbetter.com zu sehen. Der Link dazu steht in der Beschreibung unter dem Video zum einfachen Draufklicken. Ja, wie du siehst, habe ich hier schon einige meiner Lieblingsobjektive rausgeholt und möchte sie dir jetzt mal vorstellen und dir zeigen, worauf es bei einem Objektiv überhaupt ankommt. Wenn ich mir hier so ein Objektiv nehme, findet man verschiedene Angaben auf dem Objektiv. Da steht jetzt zum Beispiel FE 1.4/85GM. Und ein Laie, der weiß jetzt vielleicht gar nicht so viel damit anzufangen. Und darunter gibt es auch nochmal eine Skala. Da steht zum Beispiel A 16, 11, 8, 5,6, 4, 2,8, 2, 1,4. Also auch irgendwie ganz wilde Zahlen durcheinander. Und das obere FE, das bedeutet, welches Objektiv ich an welche Kamera anschließen kann. Da geht es hier um die Art des Bajonetts. Also es passen nicht alle Objektive an alle Kameras. Und so muss man wissen, welches Objektiv man für seine eigene Kamera braucht. Und das bezeichnet hier diese ersten beiden Buchstaben. Als nächstes die 1,4. Das beschreibt die Blende. Und die Blende ist so wie beim Auge, wo die Iris, schreibt sie mir mal drunter, klein und groß machen kann. Und so ist es hier auch beim Objektiv. Und umso offenblendiger, also umso kleiner diese Zahl ist, 1,4 bedeutet, das Objektiv kann sehr, sehr weit aufmachen, es kann sehr viel Licht reinlassen und kann dadurch auch sehr gut in dunklen Räumen verwendet werden. Also 1,4 ist ein sogenanntes lichtstarkes Objektiv. Es kann bei Dunkelheit sehr weit aufmachen, dadurch fällt sehr viel Licht rein und die Bilder werden bei Dunkelheit besser. Die nächste Zahl, die 85, ist die Brennweite. Und die Brennweite wird in Millimetern angegeben. Also wenn ihr andere Fotografen hört oder jemand anders sagen, ich habe 85 mm oder ich habe 50 mm oder ich habe 70 mm, dann bedeutet das, wie viel vom Ausschnitt sozusagen dieses Objektiv zeigt. Also umso höher die Zahl ist, umso weniger ist auf diesem Bild drauf. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt ein Sichtfeld, die Augen bei uns sind vorne angebracht. Ich sehe jetzt so ungefähr noch meine Hände, also 180 Grad, nicht ganz, kann der Mensch sehen. Und das ist diese Angabe ist die Millimeterangabe. Bei 85 mm sieht man jetzt nicht mehr so viel. Das werde ich euch jetzt gleich nochmal hier auch demonstrieren. Ich habe hier einen größeren Aufbau, damit ihr live oder direkt auf meine Kamera gucken könnt und auch sehen könnt, was ich dann damit meine. Also das zeige ich euch gleich im Video. Jetzt zeige ich euch nochmal ein anderes Beispiel. Das hier ist jetzt eine sogenannte Festbrennweite. Eine Festbrennweite hat eine feste Brennweite. Sprich, man kann diesen Ausschnitt nicht variieren. Es gibt aber Objektive, die können diesen Ausschnitt variieren. Und das hier ist zum Beispiel ein 70-200er 2.8. Also hier steht drauf FE, das bedeutet wieder, dass ich es an meine Sony-Kamera, in dem Fall habe ich die Alpha 1, anschließen kann. Wichtig, sonst ist es ein bisschen doof, falsches Objektiv gekauft zu haben. Da steht jetzt drauf 2,8/70-200GM OSS2. Und wenn ich jetzt das vergleiche mit dem hier, dann ist es auch wieder so, dass zuerst die Blendenzahl genannt wird. In dem Fall ist es jetzt 2,8. Die Zahl ist höher als hier. Hier war sie 1,4, die Blende. Und dadurch, dass jetzt hier 2,8 draufsteht, weiß ich,
Es ist immer noch lichtstark, also 2,8 ist kein schlechtes Objektiv, absolut nicht. Aber wenn es dunkel ist, kann ich mit dem Objektiv hier besser arbeiten, weil ich dann einfach mehr Licht reinlassen kann. Bei sogenannten Zoom-Objektiven, was jetzt man hier erkennt an dem 70-200, also 70 bis 200 Brennweite, bedeutet, dass ich hier einen Hebel habe und eine Skala, wo ich drehen kann, zeige ich euch dann auch gleich nochmal, und rein und raus zoomen kann. Es gibt Leute, die mögen lieber Festbrennweiten, es gibt auch Leute, die mögen lieber Zoom-Objektive. Ich kann dir da später nochmal eine Empfehlung geben, wie ich anfangen würde und dann weiterarbeiten. Aber das ist letztendlich tatsächlich immer ein bisschen Geschmackssache, was der persönliche Fotograf lieber mag. Ich finde, es gibt Berechtigungen für beide Objektive und deswegen findet ihr auch bei mir beide Varianten. Gut, dann dahinter dieses GM, das bedeutet G-Master, das sind die professionellen Objektive. Das erkennt ihr auch an dieser weißen Hülle außen oder an der weißen Verkleidung. Und die Nummer 2 bedeutet einfach, dass das jetzt der Nachfolger ist von dem 1er. Also das ist jetzt das aktuellste, das beste 70-200er, was Sony im Moment auf dem Markt hat. Und das macht schon richtig Spaß zu fotografieren. Ich habe übrigens auch einen Vergleich zum Vorgänger gemacht. Man muss das nicht unbedingt kaufen. Aber wenn du wissen willst, was für Vor- und Nachteile es zum Vorgänger zum Beispiel gibt, dann schau dir gerne das Video dazu an. Ich werde es dir hier oben in die Infobox verlinken. Da musst du einfach draufklicken und dann aufs Video. Dann kannst du dir das Video dazu anschauen. Dann habe ich jetzt hier euch noch mitgebracht ein 50 mm. 50 mm ist ein Standardobjektiv, wie auch das menschliche Auge die Dinge wahrnimmt. Wenn ihr das benutzt, dann wird sich der Betrachter gut in euer Bild reinversetzen können, weil das einfach sozusagen diese gewohnte Perspektive ist. Und in dem Fall ist es jetzt ein 1,8er, das heißt, es ist auch wieder sehr, sehr lichtstark. Und das ist eins meiner Lieblingsobjektive, weil es in der Porträtfotografie einerseits sehr leicht ist, auf der anderen Seite sehr lichtstark und einfach tolle Bilder macht. Also das ist eins meiner Lieblingsobjektive, das ist auch eins der günstigsten Objektive. Viel, viel günstiger als alle anderen, also bis auf das, was ihr jetzt hier sehen könnt. Und wäre jetzt zum Beispiel ein Geheimtipp für Anfänger von meiner Seite. Wenn du wissen willst, wo du es kaufen kannst, schau gerne in meinen Amazon-Shop rein. Ich habe dir unter dem Video meinen Amazon-Shop verlinkt und da habe ich dann auch mein ganzes Equipment drinnen. Und ich freue mich, wenn du darüber kaufst, weil ich kriege eine kleine Provision und für dich bleibt der Preis gleich. Dann habe ich jetzt hier noch ein 35 mm mitgebracht, 1,4. Das ist jetzt, das war hier auch 1,4. Also diese beiden Objektive sind die lichtstärksten, hat auch 1,4 und hat jetzt 35 mm. Das hier, wenn ihr noch wisst, das hatte 85 mm. Das hat 35. Das heißt, bei diesem Objektiv sehe ich einen größeren Bildausschnitt als bei dem 85 mm. 85 macht mir meinen Ausschnitt kleiner. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Person habe, muss ich die Person bei diesem Objektiv weiter wegstellen, wenn ich genauso viel auf dem Bild haben möchte wie bei diesem. Bei diesem kann ich näher dran sein. Und da schon der erste Tipp, oder zweite Tipp war es schon, glaube ich, wenn ihr Personen fotografiert, dann ist für mich 85 mm so, ja, nicht immer das Maximum, aber eigentlich schon, weil die Personen müssen sonst so weit von euch wegstehen, dass ihr quasi viel zu laut rufen müsst und gar keine Interaktion mehr mit dem Model oder mit den Personen, die ihr fotografiert, haben könnt. Also für meine alltäglichen, zum Beispiel für die vielen Familienshootings, die ich mache, ist so 85 mm eigentlich das Maximum, was ich mitnehme, weil man einfach noch gut mit den Leuten kommunizieren kann. 35 mm, da muss man schon ganz schön nah rangehen. Das ist den meisten schon etwas unangenehm. Also wenn du in der Porträtfotografie unterwegs bist, würde ich dir das 50er und das 85er empfehlen. Da bist du auf jeden Fall schon sehr, sehr gut aufgestellt. Dann ist es so, es gibt von fast jedem Hersteller immer die originalen Objektive, also die originalen Sony-Objektive. Und dann gibt es Nachbauten, die teilweise nicht unbedingt schlechter sein müssen, aber ja, in den Feinheiten dann doch. Und
Deswegen fotografiere ich meistens schon mit Original-Sony-Objektiven. Wenn du ein Canon hast oder Nikon oder was auch immer, dann funktioniert es natürlich schon immer am besten mit den originalen Objektiven, weil einfach die Hersteller darauf es auslegen, dass das gut funktioniert. Es gibt auch Zwischenringe, die man sozusagen hier draufschraubt und damit auch Objektive von einem anderen Hersteller mit einem anderen Bajonettverschluss auf einen anderen Bajonettverschluss benutzen kann. Also einfach sozusagen einen Zwischenring, den man hier draufsteckt. Und das habe ich auch mal ausprobiert. Das funktioniert nicht ganz schlecht, aber zum Beispiel der Autofokus kann dann schon deutlich länger brauchen. Es gibt auch Ringe ohne Autofokus, wo man das dann gar nicht nutzen kann. Also da ist es so, ich würde am Anfänger schon empfehlen, dass er eine Kamera und ein Objektiv kauft, was zusammengehört. Lieber dann nicht ganz so viele Objektive kaufen, lieber ein oder zwei richtig gute, die aber zusammenpassen und die auch zusammen gut funktionieren. Ja, und das hier ist auch ein ganz besonderes Objektiv. Das kann man aufschrauben und daraus trinken. Auch sowas gibt's, habe ich auch in meinem Amazon-Shop verlinkt, falls ihr, jetzt kommt ja wieder Weihnachten, ein kleines Geschenk machen wollt. Da findet ihr auch noch ein paar andere Sachen wie mega gute Handschuhe oder sowas. Also wenn ihr euch selbst oder jemand anderem Geschenk machen wollt, dann schaut auch gerne mal in meinen Amazon-Shop rein. Da habt ihr vielleicht die ein oder andere Idee auch noch für Weihnachten oder für den Geburtstag. Okay, dann kommen wir jetzt zum Praxisteil. Ich habe hier eben so einen Aufbau gemacht, dass ich euch jetzt hier direkt mit auf meine Kamera nehmen kann. Und dann zeige ich dir mal die verschiedenen Objektive, wie das wirklich mit dem Bildausschnitt dann ist und auch mit der Blende. Also es geht jetzt um zwei Faktoren, nämlich einmal, wie unscharf wird der Hintergrund und wie lichtstark ist das Objektiv und wie viel Bildausschnitt kannst du sehen. In dem Fall habe ich jetzt das 16-35er drauf. Und auf 35 mm, das ist jetzt in dem Fall auch ein Zoom-Objektiv. Eins meiner Lieblingsobjektive ist super gut für die Landschaftsfotografie geeignet. Umso kleiner die Millimeter, die Brennweitenangabe, also in dem Fall 16, umso besser ist das Objektiv für die Landschaftsfotografie geeignet. Ich fotografiere in der Landschaftsfotografie mit dem Objektiv meistens nur auf 16 mm. Das zeige ich euch jetzt auch mal hier. Das ist jetzt die Einstellung von 16 mm. Und ihr seht schon, das ist jetzt auf Blende 2,8. Da wird der Hintergrund recht unscharf. Und im Verhältnis zu 35 mm, jetzt drehe ich mal hier weiter, 24, 28, 35. Und jetzt seht ihr, wie der Bildausschnitt enger wird. Wenn ich jetzt hier das 35-1,4 nehme, die Blendenzahl ist klein, also kleiner, 1,4, hier ist sie 2,8, hat aber 35 mm, dann verändert sich zwischen dem Objektiv und dem, was ich jetzt gerade drauf habe, nicht die Brennweite, das heißt nicht der Bildausschnitt, sondern nur, wie lichtstark mein Objektiv ist und wie verschwommen der Hintergrund ist. Denn diese Lichtstärke hängt auch mit dem verschwommenen Hintergrund zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt mit diesem Objektiv auf 1,4 Blende fotografiere, werde ich einen unschärferen Hintergrund haben als hier bei dem Objektiv, wenn ich auf 2,8 fotografiere. Ich kann dieses Objektiv auch auf 2,8 hochdrehen, dann habe ich die gleiche Schärfe wie bei dem, aber ich kann das lichtschwächere Objektiv, was nur 2,8 kann, nicht auf 1,4 drehen, wie dieses. Also es heißt, mit dem Objektiv decke ich trotzdem auch das andere ab, aber mit dem anderen nicht das. Wenn du dazu Fragen hast, stell sie mir gerne in die Kommentare, wenn es nicht ausführlich genug war. Aber ich hoffe, ich kann es jetzt anhand der anderen Beispiele auch nochmal demonstrieren. Jetzt nehmen wir mal ein anderes Extrem und das ist das 70-200er. Hier ging ja jetzt bis jetzt die Brennweite nur bis 35. Jetzt wechseln wir gerade mal. Und wir nehmen das 70-200er. Und ihr seht jetzt schon sofort den extremen Unterschied. Also das ist wie ein Fernglas. Also, so, ihr seht es jetzt. Jetzt bin ich mit dem 70-200er auf 200 mm und ihr seht, dass der Bildausschnitt ganz, ganz klein wird. Aber der Hintergrund wird dafür unscharf
und auch ganz groß. Also das ist auch ein Unterschied, dass der Hintergrund im Verhältnis zu einer 35 mm Brennweite ganz groß wird. Also ihr seht schon, da oben ist der Zaun, der hört da auf. Und wenn ich jetzt hier das fokussiere, dann sieht man den Zaun sozusagen im Verhältnis zu den Hundehindernissen relativ groß. Jetzt werde ich mal ein bisschen die Brennweite reduzieren. Ich gehe jetzt mal auf 70. Das ist jetzt der ganze Bereich, den dieses 70-200er kann. Also von diesem Ausschnitt zu, ich gehe nochmal zurück, auf 200 mm, zoome ich jetzt sozusagen rein und habe jetzt wieder 200 mm. Also diese Range kann dieses Objektiv abdecken. Dann ist es so, dieses Objektiv hier wird oft verwendet für Tierfotografie, für sich schnell bewegende Objekte. Das Objektiv ist gut dafür da, dass es schnell nachverfolgen kann. Und natürlich ein Hund oder ein Pferd oder was auch immer man damit fotografiert, ist in der Regel nicht ein Meter von einem entfernt, sondern doch ein bisschen weiter weg. Und deswegen ist das Objektiv für Pferdefotografie, für Tierfotografie, bedingt auch für Porträtfotografie. Wie gesagt, da muss man schon ein bisschen lauter rufen und oder vielleicht sein Model oder seine Personen gut positionieren und sich selbst dann entfernen und dann das Bild machen. Aber es ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsobjektive, weil es einfach ein tolles Bild macht. Ja, dann zeige ich euch noch den Mittelwert. Das sind jetzt die 50 mm. Jetzt hatten wir das 16-35. Dazwischen liegt das 50er. Das, was so ausschaut, als wäre es alltäglich sozusagen. Und das 70-200er ist schon eine extreme Tele-Linse. Das 50er, wie gesagt, nutze ich sehr gern für Porträts, für Hochzeiten, für Getting Ready, für zwischendurch auch mal einen Detailshot. Also das ist schon ein guter Allrounder und wäre auch mein Tipp für dich, sehr günstig, wenn du Anfänger bist, aber schon ein bisschen qualitativ hochwertigere Fotos machen möchtest. Jetzt siehst du schon, dass man da auch wieder deutlich mehr sieht und das sozusagen eine Standardansicht ist und man einfach deutlich mehr bekommt. Das ist jetzt auch wieder eine Festbrennweite, das heißt, ich kann hier den Winkel, den Ausschnitt nicht variieren, aber es gibt doch einen dritten Tipp oder einen weiteren Tipp, wie du es doch variieren kannst, und zwar mit deinen Füßen. Du musst einfach dich näher dran bewegen oder weiter weg. Also letztendlich ist ein Zoom-Objektiv nur was für Faule oder auch natürlich, wenn du nicht näher rankommst. Also sage ich mal, wenn du an einer Formel-1-Strecke stehst, kannst du dich jetzt schlecht auf die Bahn stellen und dann brauchst du natürlich auch ein Zoom-Objektiv. Wenn du aber Dinge fotografierst, wo du dich doch ein bisschen wegbewegen kannst und hinbewegen kannst, wo du also einfach ein bisschen Platz drumherum hast, dann ist eine Festbrennweite auf jeden Fall auch die richtige Wahl, weil du einfach näher dran gehen kannst und wieder weiter weg. Ich würde mich riesig freuen, wenn du meine Videos mit deinen Freunden teilst, denn es sollen einfach alle erfahren, wie das mit der Blende und der Brennweite bei Objektiven ist. Und du ersparst natürlich den Freunden auch einen Fehlkauf, wenn sie das Video gesehen haben und einfach wissen, worauf man ein bisschen achten soll. Nochmal zusammengefasst. Wenn du Anfänger bist, solltest du dir eine Kamera mit dem dazugehörigen Objektiv kaufen. Am besten würde ich vorschlagen, mal mit dem 50 mm anzufangen. Das ist sozusagen eine Standardbrennweite. Und damit kannst du wirklich schon tolle Bilder machen, hast ein schönes Bokeh, einen schönen unscharfen Hintergrund bei der Blende von 1,8 und es ist nicht zu teuer. Wenn du dann ein weiteres Objektiv kaufen möchtest, dann kannst du entweder sagen, gehe ich mehr in die Landschaftsfotografie, dann brauchst du ein Objektiv mit einer geringen Brennweite, 16-35 ist perfekt. Oder du möchtest mehr in die Actionfotografie und in die Tierfotografie einsteigen, dann solltest du dir eine höhere Brennweite mit zum Beispiel 70-200 zulegen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal und aktiviere auch die Glocke, damit du keine Videos mehr verpasst. Und ich freue mich aufs nächste Video mit dir. Schreib mir in die Kommentare, ob es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Video, deine Janina. Ciao! Ich trinke jetzt erstmal ein. Prost!